Ich versuche das für euch jetzt mal ein bisschen heller zu machen. Wo sind wir jetzt hier? Okay. Das hört sich ja schon mal wieder super an. Was? Oh nee. Ey, echt? So, ich trinke nochmal. Auf unser Weiterkommen. Ah, supi. Okay, jetzt haben wir... Ah, okay, der Macker kommt ja auch gleich wieder, ne? Hier müssen wir auch noch rein. Seht ihr das? Hier müssen wir auch noch rein. Aber... das werden wir wahrscheinlich erst später machen können. Was? Hä? Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt, hä? Okay, interessant. Gut, wir rennen mal. Wo kommst du denn her? Sag mal, wo kommst du denn her? Aus der Tür vor dir, bitte sehr. Okay. Hier kommen wir nicht durch. Hä? In die Tür sind wir doch gerade reingegangen, oder? Bin ich jetzt irgendwie verkehrt? Hallo? Ey, ich weiß, dass du da drin bist. Komm da raus. Mit erhobenen Händen. Hä? Okay, wir müssen auf jeden Fall rein. Hä? Wo? Hä? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber na gut, okay. Man muss ja auch nicht alles verstehen, ne? So. Jetzt gehen wir hier wieder durch. Genau. So, jetzt sind wir. Wow! You obtained diamond. Okay. Was? Was ist das gewesen? Was ist das gewesen? Und jetzt ist auf einmal der komplette Raum so schräg. Ein Wesen. War das Mona? Begleitet uns gerade Mona durch das Spiel? Das erscheint mir sehr nach einem Selbstmord von Simon. Aber war das jetzt gerade Mona? Ist die noch. Die ist nicht mehr im Raum, ne? Nee, die ist weg. War das gerade Mona, die. Also irgendein Wesen, glaube ich, begleitet uns hier durchs Spiel. Und die meint gerade, glaube ich, nicht böse. Also die ist, glaube ich, nicht gegen uns. Sondern ich habe so das Gefühl, dass die selber Angst hat und hier gefangen ist irgendwie. Ne? Geh weg! So. Weißt du, was ich meine? Ich habe so das Gefühl, als wenn das so wäre. Okay. Oh, schnell da rein. Oh. Mach auf. Nein, mach auf. Oh. Das Vieh ist immer noch hinter uns her. Oh, na toll. Okay.
Fassen wir mal, das, was wir jetzt gerade gesehen haben, ist sehr interessant. Das war wieder Simon mit einem Strick. Ja, so eine Art Teufel, Besessenheit und Krieg. Ist das vielleicht so die Hölle des Krieges, die wir hier gerade in einer Form von Geistern durch... Sind wir vielleicht... Quatsch, das passt ja nicht. Aber vielleicht ist es ja... Es hat mit Sicherheit irgendetwas mit dem Krieg zu tun. Mit den Schrecken des Krieges, mit der Hölle des Krieges. Hat das vielleicht was damit zu tun? Mit der Hölle des Krieges? Aber was hat das dann mit... Wow. Das ist eine Vermutung, die wir jetzt anstellen. Okay, die ist uns auf jeden Fall nicht gut gesonnen. Das ist nämlich die, die uns die ganze Zeit schon verfolgt. Was? Ich vergesse immer Space zu drücken. Also Simon hat auf jeden Fall Selbstmord begangen. Wenn das jetzt andersrum, also wenn das jetzt anders wäre, dann würde mich das echt wundern. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt verfolgt uns wieder die eine. Okay. Wir drehen uns einfach nicht um, weil, ne, wir wissen ja ganz genau, dass sie hinter uns ist. Wir machen jetzt einfach mal unser Ding. Wir machen einfach unser Ding jetzt hier. Wir ziehen es einfach durch. Okay. Neben uns waren auch noch ganz viele andere Türen, an denen wir jetzt gerade vorbeigelaufen sind. Und ich bin mir jetzt halt nicht sicher, ob wir vielleicht erstmal in die Türen hinten reingehen müssen. Können wir die denn schließen, die Tür? Ja, die können wir schließen. Okay. Okay, das macht Sinn. Die ist zur Abwechslung richtig schön. Und sie passt einfach nicht hier in dieses... Ja, sie passt einfach nicht zu diesem, was wir sehen, was wir bislang erlebt haben. Ever dearest Simon, I'm sitting here, playing my detuned harp by the window. Waiting for the last leaf to fall off a very dry tree. Just as my sanity has almost reached its limit. Waiting for any sign of you surviving the war. All I could ever do is to reminisce the innocence of our love, the happiest I've been inside these stoned walls. I have been arranged to meet a fine gentleman. I fear for what my parents may have decided for me. I shall try my hardest to look my beautiful, although my emotions are most rotten because of your absence.
May it ever be so, I pray that our paths cross again. And may I ever be a lady worthy of your love and courage, still here waiting. Simon ist im Krieg. Und Mona hat diesen Brief verfasst. An Simon. Aber sie hat ihn nicht abgeschickt, sonst wäre er ja, ne, sonst wäre er ja nicht mehr hier. Sie sitzt da, spielt ihre Harfe und wartet einfach nur darauf, ein Lebenszeichen von ihm zu erhalten. Obwohl er ihr ja geschrieben hat, sie die Briefe aber nie gelesen hat. Warum? Warum? Hast du das denn nicht gemacht? Ah, sind das die Hafenseiten? Die wir die ganze Zeit auf... West Wing Key, Westflügel. Das sieht nach Simon aus. Sind wir hier gerade im... Ja doch, wir sind im Schlafzimmer der beiden, oder? Okay, Krieg, Simon, der wegläuft vor einer Bestie und im Strick. Es könnte ja möglicherweise sein, dass uns dieser kurze Ausschnitt verrät, dass Simon aus Flucht vor der Bestie des Krieges Selbstmord begangen hat und nie nach Hause gekehrt. Kann das sein? Kann das sein? Sprich doch mit uns. What are you trying to tell me? Und sie wartet immer noch auf ihren Liebsten. Nein, geh doch nicht weg. Sie versucht uns auf jeden Fall wirklich irgendetwas mitzuteilen. Nur wir verstehen halt zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht genau, was... Achso. Und die Musik ändert sich rapide wieder. I believe this is more than just a haunted mansion. I need to find out what's going on. Ja, definitiv. Wir müssen herausfinden, was hier passiert ist. Was mit Mona in erster Linie passiert ist. Und ob Simon den Krieg möglicherweise halt einfach nur nicht überlebt hat. Weil er Selbstmord begangen hat vielleicht. Weil er den Krieg nicht verkraftet hat. Und Mona es aber nicht weiß, weil sie ja immer noch wartet, dass er nach Hause kommt. Es sind so viele Ungereimtheiten noch da. This painting. I feel like... Ja, das ist, glaube ich, aus der Bibliothek, ne? Ich meine, in der Bibliothek haben wir das schon mal gesehen. Wir gehen dann wieder zurück. Das ist nämlich der einzige Weg, den wir nehmen können. Außer ich habe jetzt irgendeine Tür übersehen, aber ich denke nicht. Na gut, es gibt Leute, die sich das für Tausende von Euros kaufen, ne? Dieses Zeichen wieder. Ne? Das kennen wir ja. Das begleitet uns schon das gesamte Spiel über. Und hier das Grüne. Nee. Das fehlt uns noch. Okay. Das ist wieder dieses... Ah, hier ist das. Okay, umso... Bild selbst verändert sich. Das ist, denke ich, jetzt wirklich mal Mona. Und Mona verändert sich mit den Bildern über.
gehen mal runter. Um da unten den Kristall zu platzieren. Sind wir jetzt überhaupt... Ja, doch, wir sind in der Eingangshalle, ne? Ach. Okay. Door's locked. Ja. Das sind die Farben der Kristalle, glaube ich. Moment, wir sind gar nicht in der Eingangshalle. Wir sind jetzt gerade irgendwo anders, aber nicht in der Eingangshalle. Okay, wir gehen einfach mal wieder hoch. Und dann nehmen wir mal die andere Treppe zur Eingangshalle nochmal. Um da unseren Kristall zu platzieren. Ich hoffe, das ist der richtige Kristall. Aber ich denke schon, dass es passt. So, wo müssen wir jetzt lang? Hier. Genau. So. Ach, wir haben auch noch Schlüssel. Oh, wir speichern mal eben. Zack. Game set.